Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 10.10. Heute dabei YouTube, Windows Phone, Uber Pop, Samsung Odyssey und nochmal die letzten Jedi. Fangen wir an mit YouTube. Die haben jetzt aktiv in ihren Suchalgorithmus eingegriffen und zwar im Kontext des Attentats von Las Vegas. Denn auf der Plattform YouTube wurden diverse, ja nicht so seriöse Berichte veröffentlicht mit Verschwörungstheorien und einfach auch falsche Neuigkeiten. Und dem ist YouTube jetzt entgegengetreten. Und wenn man nun in dem Kontext nach dem Attentat in Las Vegas sucht, dann werden einem die seriösen Beiträge als erstes auf YouTube präsentiert. Das ist A, generell eine gute Sache und B, sind wir mal ehrlich, ich glaube, da greift YouTube auch eher so einen Mini-Shitstorm vor, beziehungsweise auch dem Problem mit Werbekunden, wenn die Plattform halt mit falschen News und anderen kontroversen Videos zu dem leider traurigen Ereignis in Las Vegas ja, vollgespammt wird. Ja, also in dem Fall gute Sache, Suchalgorithmus angepasst. Ja, angepasst, ja, oder besser einen Schlussstrich gezogen, also angepasst ans Marktgeschehen, wenn man so sehen möchte, hat Microsoft nun offiziell den Schlussstrich unter Windows 10 Mobile und Windows Phone gezogen. Ja, die Geräte sind Vergangenheit, es gibt halt noch Support, aber es wird keine neuen Geräte geben. Microsoft hat aufgegeben und Joey Belfiore, oder wie er sich ausspricht, Belfior, keine Ahnung. Der hat ein paar Tweets rausgehauen und war erfrischend ehrlich und hat gesagt, man hat sich halt viel Mühe gegeben. Man hat Entwickler auch ja, gesponsert. Man hat sogar für die Entwicklung von Apps bezahlt. Und es hat nichts gebracht. Und ja, deswegen wird der Schlussstrich gezogen. Und man konzentriert sich jetzt eben auf die Software und macht keine eigene Hardware mehr. Ja. Wo auch ein, ja, kleiner Schlussstrich gezogen ist, zumindest ein temporärer, ist in Norwegen und zwar von Uber. Uber hat in Norwegen Uber Pop gestoppt. Offiziell ist die Aussage pausiert. Die Dienste über Black und über XXL laufen weiter. Uber Black und Uber XXL sind wirklich klassische Limousinen-Chauffeurdienste mit einer Lizenz. Und Uber Pop ist das, was zum Beispiel in London als Uber X bekannt ist. Das ist das klassische Uber, so wie wir es meistens kennen, da wo ein privater Fahrer einen privaten Gast manövriert. Ja, also in Norwegen, beziehungsweise genauer gesagt in Oslo, gleiche Problematik wie in vielen anderen Ländern, wo Uber Pop / Uber X auch verboten ist, wie beispielsweise Frankreich, Belgien, Niederlanden, Italien, Schweden, Spanien und leider auch in Deutschland. Ich habe es jetzt gerade erst in London wieder genutzt, war ganz begeistert. Aber man sieht zumindest der neue CEO, Dara Khosrowshahi, also heute habe ich echt nur schwierige Namen, der hat ja übernommen von Travis Kalanick und der ändert einfach viel, hat sich auch öffentlich für entschuldigt für das, was in London passiert ist, wo Uber erstmal die Lizenz temporär zumindest verloren hat. Und es passiert da einiges. Einiges passiert auch bei Samsung, denn die haben ja im Kontext des Fall Creators Updates letzte Woche von Microsoft auch ihr neues Mixed Reality Headset vorgestellt, das Odyssey. Das hat nun einen offiziellen Namen, heißt HMD Odyssey, kommt in den USA am 3. November in den Handel und wird dort $500 kosten. Neben den Displays ist es auch eins der ersten Headsets, was Kopfhörer von AKG integriert. Zwei Controller sind halt auch noch dabei. Blickfeld liegt bei 110 Grad, also ganz viele Details. Könnt ihr euch in den Shownotes auch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Die schlechte Nachricht, es kommt anscheinend erstmal nicht nach Deutschland. Also wenn, muss man wohl importieren und wenn es nach Deutschland kommt, wird es auch eher höherpreisig sein. Ja, und das war's eigentlich schon. Wenn da nicht noch Star Wars und die letzten Jedi wären. Ich habe ja schon gestern in der Daily kurz davon gesprochen, denn jetzt gerade eigentlich zur Aufnahme, die Aufnahme mache ich jetzt gerade 2 Uhr nachts, so Pi mal Daumen, müsste in Amerika auch das Monday Night Football Spiel starten und dort in der Pause wird es den neuen Trailer geben.
Dementsprechend am Morgen, wenn ihr die Folge in euren Podcatchern habt, ist wahrscheinlich schon der Link im Netz unterwegs und ihr braucht ihn auch gar nicht von den Shownotes bekommen, sondern geht einfach mal auf Twitter, Facebook und zu den anderen üblichen Verdächtigen und könnt euch den neuen Trailer angucken. Was ich gestern auch gesagt hatte, war, dass der Vorverkauf in Amerika beginnt für den Film, für den Start im Dezember. Und der beginnt jetzt auch in Deutschland. Und zwar heute am Dienstag um 7 Uhr. Also wer unbedingt eine Karte vorab kaufen muss, der kann es dann machen. Ansonsten glaube ich nicht, dass man ein Problem hat, wenn man den Film wirklich sehen will, auch später sich noch eine Karte zu kaufen. Und als kleines Anhängsel der Neuigkeiten zum Star Wars Trailer noch eine nette kleine Anekdote, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber so ähnlich. Denn der Regisseur Rian Johnson, der hat jetzt auf Social Media gesagt, ja, man sollte sich den Trailer besser nicht angucken. Wenn man halt unvorbehalten in den Film gehen möchte, sollte man es auf keinen Fall gucken. Das lässt darauf schließen, dass im Trailer ja zumindest ein Spoiler drin sein wird, wo man überrascht sein wird. Andererseits denke ich mir, selbst wenn man würde wollen, den Spoiler nicht haben möchten, sich den Trailer nicht anguckt, man wird es mitkriegen. Ich glaube, so kann man dem Ganzen nicht mehr aus dem Weg gehen in unserer diesseitigen, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, heutzutage einfach mal Punkt. So. Denn mit Social Media und selbst wenn wir versuchen, etwas zu übergucken, kriegen wir es auf einmal vorgeschoben. Ja, und das war's für heute auch schon. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Dann werde ich wohl auch keine letzten Jedi dabei haben, aber ein paar andere News, die euch dann zur Mitte der Woche informieren. Ich sag bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.